können jetzt nach oben. Denn so ein Aquasator oder wie er jetzt nun auch heißen mag, wäre schon irgendwie cool. Wir brauchen ihn zwar gar nicht so dringend, aber es wäre halt einfach cool, einen zu haben. Allerdings brauchen wir dafür auch noch verdammt viel Prismarin. Au! Ah, mein Knöchel. Ich glaube, ich brauche einen Krankenwagen. Das wird sicherlich eine ausgewachsene Männergrippe nach Knöchelbruch. Das passiert häufig. Gold nehme ich mit. Falls wir mal wieder Antriebsschienen bauen möchten. Was wir mit Sicherheit wieder bauen möchten. Da kann man das doch ganz gut gebrauchen. Sonst ist ja Gold eigentlich für nichts zu gebrauchen, außer man möchte vielleicht mal eine Uhr bauen, aber die braucht man eigentlich auch nicht unbedingt. Aber zumindest Antriebsschienen. Das ist gut. Das wollte ich nicht. Nochmal nach oben, da runterhüpfen und dann vorsichtiger abbauen. Also nicht mehr den Block direkt unter mir. Aua. Dann müssen wir nämlich gleich nochmal nach oben, um gleich das Wasser einzufüllen. Dafür müssen wir aber erstmal noch einen temporären Erdstreifen einziehen, damit der Wasserblock bloß 1 hoch ist, weil sonst verteilt sich das nicht so schön, wie ich das möchte. Und dann können wir die Erde wieder abbauen und haben hier ein riesengroßes Aquarium praktisch. Könnte man eigentlich auch irgendwann noch bauen, so ein Aquarium. Hat mit Sicherheit auch etwas Schönes. Okay, das soll dann hier reinfließen, weil da wird gleich Wasser definitiv rausfließen. Das lässt sich jetzt nicht vermeiden, sonst komme ich aber auch nicht mehr rein, um da Seetang zu pflanzen. Denke ich. Muss ich mal ausprobieren. So, Erde. Haben wir hier. Lalalalalala. Dann füllen wir hier den Wassergraben auf. Setzen ab und zu mal eine Fackel da rein. Dann können wir jetzt hier einfach die Erde wieder abbauen. Dann füllt sich das Wasserbecken nämlich von alleine bis komplett nach unten. Und wir hatten gar nicht so viel Arbeit damit. Ab nach unten und Seetang pflanzen. Ich probiere erstmal, ob das trotzdem Glas geht. Ob ich das praktisch hier so... Ja, es funktioniert. Dann können wir da vorne gleich zumachen. Bin bloß gespannt, wie lange der Seetang braucht, um zu wachsen. Ich hoffe nicht allzu lang. Dann können wir hier nämlich einfach so durch und bekommen das alles. Vorausgesetzt, es funktioniert, weil mir wird gerade klar, dass dieses Wasser hier fließt. Und ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Weil es scheint auch hier die Erdblöcke immer nach unten zu drücken. Ich will mal kurz was ausprobieren. Ja, ich kann hier auch das Wasser nicht aufnehmen. Aber das würde heißen, dass es das Wasser nicht, dass es den Seetang nicht nach oben treibt, wie ich das möchte. Oh, da muss ich das doch anders machen. Mist. Das wird viel, viel, viel länger dauern. Also wirklich viel, viel länger. Und dementsprechend wird das hier auch immer fließen. Verdammt. Okay, unendlicher Brunnen.
das wird jetzt dann doch etwas aufwendiger. Weil ich natürlich auch nie sehe, wo ich jetzt schon alles war. Und unter Wasser scheint das aber auch gar nicht so wirklich einen Unterschied zu machen. Vielleicht wächst ja der Seetang trotzdem, ich weiß es einfach nicht, aber es scheint ihn nicht nach oben zu treiben so. Und das war ja eigentlich schon der Plan. Wenn es den nach unten treibt, bringt mir das Ganze nichts. Und dann merkt sich auch, dass da trotzdem Wasser war. Oh, verdammt, verdammt. Dann müsste ich das Ganze jetzt wirklich einmal Gang für Gang komplett füllen. Oh, ätzend. Richtig ätzend. Mache ich hier nochmal alles zu und fülle jetzt tatsächlich Block für Block mit Wasser. Dieser Wasserspiegel sinkt verdammt langsam. Jetzt. Das muss ich ja wirklich jetzt Reihe für Reihe machen, sonst komme ich da nicht zurecht. Und dann muss ich das Glas auch... Aber dann wird das hier immer reinlaufen. Das heißt, ich müsste das irgendwie mit ja, halben Stufen, glaube ich, irgendwie lösen. Was ich jetzt aber auch nicht so cool finde. Aber ich habe gerade gemerkt, dass es auch tatsächlich nur dort fließt, wächst, wo eben das Wasser nicht nach unten getrieben wird. Und das fließt hier natürlich jetzt auch überall raus. Was auch äußerst ärgerlich ist. Das müssten wir irgendwie fixen. Okay, hier habe ich glaube ich eins übersehen. Das ist kein Problem. Was? Okay. Schlimm genug, dass ich hier jetzt Schicht für Schicht auftragen muss. Oh Mann, das kann noch ein bisschen dauern. Aber dafür haben wir dann wieder keine Brennprobleme mehr. Das ist doch super toll. Und dafür kann man ruhig mal stundenlang hier Wasser schöpfen.
weil das kaum nervig ist. Ich mag nicht mehr. Das nervt. Vor allem ist es gerade auch echt dunkel und wir haben echt noch viel vor uns. Ja, also das wird hier vermutlich noch so die ein oder andere Stunde dauern. Ich hoffe, ihr habt weiter heute noch nichts vor. Beziehungsweise die restliche Woche, weil ihr seht das ja an verschiedenen Tagen. Ich mache das halt jetzt in ein paar Stunden. Dann könnt ihr euch eine komplette Woche anschauen, wie ich hier einfach Wasser von links nach rechts schöpfe. Könnt euch mit Sicherheit nichts Schöneres vorstellen. Da bin ich mir sicher. Aber wir werden das mit Sicherheit möglichst schnell über die Bühne bringen. Ich bin auf jeden Fall bemüht. Um euch lange Wartezeiten zu ersparen. In der Hoffnung, dass dann auch unser Plan aufgeht. Also mein Plan. Wenn er nicht aufgeht, war es meiner und wenn er aufgeht, dann war das unser Plan. Das klingt, denke ich, fair. Weil ich baue ja bekanntlich sowieso bloß Blödsinn. Dass es diesmal ausnahmsweise nicht ganz so schlimm wird. Niemals die Fackeln vergessen, wir brauchen immer Licht. Und mit einem Eimer geht es tatsächlich schneller als mit zweien. Dann spart sich das Hin- und Hergewechsel. Und wird hoffentlich schneller fertig. Hier unten wächst es auch schon ein bisschen vor sich hin. Fortschritte sind langsam zu sehen. Zwar jetzt keine riesigen, aber immerhin. Wenn wir ernten, kriegen wir dafür mehr als genug. Man eben auch mal ein bisschen warten können. Jo. Ach Mann. Gut, ich würde sagen, wir haben schon weit mehr als die Hälfte geschafft. Das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer. Es ist nicht mehr weit, Leute. Scheint irgendwas nicht ganz zu stimmen. Cool, jetzt sehe ich zumindest auch, wo ich Fehler gemacht habe. Wahrscheinlich, weil wir dann so unterirdische Strömungen hätten. Das ist ja echt gut zu wissen.
immer schneller. Wirklich gleich geschafft. Ja, es sind nur noch zwei Reihen. Es ist ein Ende in Sicht. Und dann steht unserer Maschinerie nichts mehr im Wege. Von hier oben machen. Ist ja kein Stress mehr. Ich glaube, ich war jetzt auch währenddessen verdammt ruhig. So, sehen wir irgendwo noch einen Fehler? Nö. Außer, dass hier noch zu wenig ist und hier unten alles überflutet ist. Ich hoffe, das wird nicht mehr so sein, wenn ich da jetzt mal kurz Erde reinmachen und wieder weg. Ich glaube aber schon, dadurch, dass es eben selbst ein Block Wasser ist, dass das nichts bringt. Ansonsten mache ich das, glaube ich, einfach mit Falltüren. Dann könnte man zur Not ja auch wieder zumachen. Ja, läuft wieder raus. Wir werden das Ganze mit Falltüren machen. Holz haben wir noch ein bisschen was dabei. Wie schauen denn die... Ach, ja, so hässlich sind sie jetzt auch nicht. Das waren auch definitiv zu viele, aber... Macht doch nichts. Ups. Nicht so. Erst die Erde weg, dann die Falltür. Ne, wenn, dann will ich die schon irgendwie auf meiner Seite... Bleiben da hinten. Das ist doof. Aber das Prinzip funktioniert zumindest schon mal. Dann baue ich hier einfach einmal nochmal die komplette Erde ab und schwimme hier runter und setze dann so viele Falltüren wie möglich. Ich glaube nämlich, ich muss einfach nur ans andere Ende setzen. Also von der anderen Seite. Das wird mich sicherlich das ein oder andere Leben kosten. Also vorher nochmal schön was reingefuttert. Och, komm, seltsame Suppe. Mal schauen, was es wird. Ja, schön. Das ist ja echt super. Zum Glück hat es nicht allzu lange angehalten. Bevor ich sterbe. Oh Gott. Ich habe gar keine Steaks mehr dabei. Na, dann muss ich eben hier mal Seetang futtern. Das wird zwar jetzt bestimmt richtig viel bloß bringen. Aber was soll's?
Dafür hat das hier zumindest funktioniert. Und wir können oben schon mal Seetang einsammeln. Immerhin schon 13 Stück. Dafür, dass ja eigentlich noch gar nichts gewachsen war, ist das eine recht gute Quote, finde ich. Dann brauchen wir hier definitiv wieder Fackeln. Wir können sie auch offen lassen. Stört ja keinen. Aber wir könnten es eben auch zumachen. Da könnten wir ernten. Schaut aus wie so ein halber Seetangblock. Kann es sein, dass Seetang wirklich bloß in halben Blöcken praktisch wächst? Aber das Schöne ist, dafür können wir die Reihe hier noch fertig pflanzen. Nur so wird der Ertrag optimal. Hier machen wir gleich wieder ein paar Steinchen. Einfach weil wir es uns leisten können. Sollten aber auch bald mal nach oben, um etwas zu essen. Vielleicht die Kühe auch wieder zu füttern. Nein. Oh Gott, die kriege ich da im Leben nicht mehr raus. Die gute Spitzhacke. Oder wir suchen noch ein bisschen nach Diamanten. Nur so ein bisschen. Ich bin jetzt tatsächlich ein klein wenig diamantgeil geworden. Gut, ich gehe jetzt mal in jedem Gang nochmal 10 rein. Wenn wir da nichts finden, finden wir nichts. Und wenn doch, freue ich mich sehr.